Ich wäre der größte Spendeneintreiber in der Geschichte, sagte Donald Trump am Montag bei einer Wahlkampfveranstaltung in Arizona. Dann untermauerte er seine Behauptung mit einem fiktiven Beispiel, das für Stirnrunzeln sorgte. Ich rufe irgendeinen Typen an, den Vorstandsvorsitzenden von Exxon. Hi, wie geht's? Wie sieht es mit der Energieversorgung aus? Wann macht ihr die Bohrungen? Oh, ihr braucht ein paar Genehmigungen. Okay. Warum schickt ihr mir nicht 25 Millionen Dollar für die Kampagne? Selbstverständlich, Sir. Wollen Sie mehr? So könnte der US-Präsident in einem Tag 1 Milliarde an Spenden sammeln, prahlte er in der Stadt Prescott. Durch kleine Gefälligkeiten würde er, Zitat, einen Homerun mit jedem Anruf schlagen, sagte Trump. Dass es sich hierbei um eine offensichtlich illegale Praxis handelt, dürfte eigentlich auch dem US-Präsidenten bewusst sein. Kurz nach der Rede sah sich der Mineralölkonzern gezwungen, einen Tweet abzusetzen, um klarzustellen, dass es sich hierbei um reine Fiktion handelte. Zitat, wir haben die Äußerung des US-Präsidenten zur Kenntnis genommen, indem er einen hypothetischen Anruf mit unserem CEO führt. Und, damit wir uns hier nicht falsch verstehen, das ist niemals passiert. Die Aussage sorgte auch auf Twitter für Fragezeichen. Innerhalb kürzester Zeit verbreitete sich auf dem Kurznachrichtendienst im Zusammenhang mit der Rede der Hashtag Quid pro Quo. Frei übersetzt, eine Hand wäscht die andere. Tatsächlich war der ehemalige Außenminister Rex Tillerson, den Trump im März 2018 entließ, langjähriger Präsident und Geschäftsführer des Erdölkonzerns ExxonMobil. Man darf also zumindest davon ausgehen, dass Donald Trump einen sehr guten Draht zum Unternehmen hatte.